Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen hier zurück bei der Comic Plays Secrets of Grindea. So, seit dem letzten Mal habe ich ein bisschen was gemacht auf Screen, weil ich mir denke, so schön das auch ist, aber ich möchte im LP halt immer so ein bisschen Fortschritt machen. Wir haben nun tatsächlich jede Karte aus dem Wald hier. Wir haben die Vogelscheuchenkarte noch dazu bekommen. Erhöht die Verteidigung um 4. Und die Geistkarte erhöht die kritische Trefferchance um 3. So, hier müsste ich noch farmen gehen, wenn ich es drauf anlege, ne? Und wieder in eiskalten Gebietchen und so. Ibus Feindilitis. Dann habe ich. Wir haben das Bergangeln hinter uns. Dafür bekommen wir diesen wunderschönen großen Fisch als Kopfbedeckung. Und das falsches Fischen, alle Fische im Kürbiswald, auch erledigt. Dafür bekommen wir den Schrei. Das ist die Kombination, die ihr gerade seht. Mein armer Charakter, der von einem Fisch gefressen wird. Dann habe ich offscreen jetzt ein bisschen logischerweise gefarmt, um unter anderem dann halt hier diese Kopfbedeckung abgeben zu können. Weil er ja unbedingt eine haben will. Ah, das. Ihr habt einen lilanen Blütenkranz geopfert, um mich zu retten. Vielen Dank. Der Kranz, er ist explodiert. Oh, wusstet ihr nicht, dass das passieren würde? Wow, tut mir leid. All diese Blüten. All diese verdammten Blüten. Ich sag euch was, ich habe einen ziemlich tollen Ring, den ihr haben könnt. Esuns Ring. Hey, dieses Ding ist ziemlich stark. Er ist aus denselben Blumen wie euer Kranz. Ich bin überhaupt nur in diesen Schlamassel geraten, weil ich ihn herstellen wollte. Moment mal, dieses Ding hat dich in eine Vogelscheuche verwandelt? Nicht exakt, ich will lieber nicht darüber reden. Ich habe Angst, wieder bestraft zu werden. Ich gehe jetzt nach Evergrande City zurück. Ab sofort werde ich die gefährlichen Orte euch Sammlern überlassen. Nochmal vielen Dank, dass ihr mich in einen Menschen zurückverwandelt habt. Weird, war das so. Weil es keine echte Quest war, aber es war eine Quest sozusagen, irgendwie weird. Ihn durchdringt die Kraft eines gebrochenen Fluches. Ed würde gleich bleiben. Verteidigung geht hoch, Angriff geht hoch, magischer Angriff geht hoch. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Keine Ahnung, was das ist hier. Könnte hier tatsächlich den Gegenstand ausrüsten, den hier. Weil wir damit rein theoretisch immer das hier aktivieren könnten, wenn ich da Bock drauf habe. Aber ja, das wollte ich euch nur gezeigt haben. Das haben wir auch schon mal erledigt. Wunderschön. Steinhartes Zeug schleifen. Ich meine, es gibt den Typen, oder die Dame ist es in dem Fall, die Juwelierin, die eigentlich was schleifen können müsste, ne? Aber. Ah, die hat auch das Zeug, was ich vorhin also kaufen wollte und dann auch unter anderem auch keinen Platz mehr hatte. Guck an. Habe ich noch einen von? Davon habe ich keinen mehr. Nehme ich mal mit. Sachen herstellen will ich ja schon. Keule. Ey, Keule, wie geht's dir? Oder so, ne? Gut. Aber sonst fällt mir bei sowas eigentlich nur Luke ein. Ne, der könnte ja. Nehme ich mal an, mit seiner Axt mal eben, ne? Und dann das Ende. Das könnte ich mir gut vorstellen bei Luke. Aha. Du brauchst jemanden, der einen riesigen, unzerstörbaren Kristall kaputtschlagen kann. Natürlich bin ich dabei. Ich lehne niemals eine Herausforderung ab. Obwohl ich mich jeden Moment wegen meiner Mission auf den Weg machen soll. Tut mir leid, ich schätze, ich kann doch nicht mitkommen. Aber hat Katharina den Steinhasi draußen nicht fertiggestellt? Ich wette, sie kann dir aushelfen.
Ich war immer davon beeindruckt, wie sie neue Wege findet, Zeug zu erschaffen, indem sie gefühlvoll Altes zerstört. Ich glaube, sie entspannt sich beim Drink in Belmonts Café. Bildhauerin zu sein, muss sich auszahlen. Okay. Bin ich ja zumindest mit meinem Gedanken ziemlich richtig gewesen. Oh, hey. Hey, ihr da, wart ihr nicht diejenigen, die Remedy dabei geholfen haben, sich in einen Kürbis zu verwandeln? Diese Frage klingt mir viel zu beschuldigend, als dass ich darauf antworten würde. Ich will euch gar nicht die Schuld dafür geben, aber mein Großonkel will sich wieder zurück in einen Menschen verwandeln. Ach, richtig, du gehörst zur Familie. Diese ganze Kürbissache muss eine ziemliche Tragödie für dich sein. Ja, erstens das und zweitens ist dann auch das Problem, dass er mir 3 volle Monatslöhne schuldet. Ha! Gold, eines der vielen Dinge, die unzweifelhaft dicker als Blut sind. Trotzdem, wer soll ihn kurieren können? Der beste Alchemist auf dieser Seite des Ozeans ist momentan ein Kürbis. Naja, ich würde zwar nicht sagen, dass ich so gut wie er bin, aber ich habe ihn durch die Fenster beim Arbeiten zugesehen und zwar oft. Das ist der am wenigsten überzeugende Lebenslauf, den ich jemals vernommen habe. Ich bin jung, aber nicht dumm. Was glaubt ihr, warum ich die ganze Zeit habe, den ganzen Tag hier rumzustehen und dieses Schild herumzuwirbeln? Ein lähmender Mangel an Zielen? Genau das Gegenteil. Dank meines fotografischen Gedächtnisses lerne ich nur 1 Stunde im Monat und bin trotzdem die beste Schülerin meiner Klasse. Jedenfalls störte es euch ja nicht, meinen Großonkel dabei zu helfen, sich im Austausch für ein Flakon in einen Kürbis zu verwandeln. Also biete ich euch dieselbe Bezahlung an, wenn ihr mir dabei helft, ihn zurück in einen Menschen zu verwandeln. Ah, Belohnungen, endlich eine Sprache, die wir beide sprechen. Also, Balk, was können wir für dich tun? Momentan ist Feuerschwammersaison im Blütenberg, genau die Zutat, die ich für meinen Trank benötige. Neben den Magmaspuren benötige ich allerdings auch eine Sache von den Lavaziden und den Spinsekten. Hier, nehmt diese Zutatenliste und zieht los. Okay, auf jeden Fall gibt es wieder einen Flakon dafür. Das wäre nicht schlecht. Er hat einen Ballon, das gefällt mir. Was war das? Du hast deinen Job für mich? Toll, ich warte schon ewig darauf, endlich wieder arbeiten zu können. Allerdings gibt es da ein kleines Problem mit Belmont. Ich war so durstig, dass ich mir ein wenig Tafelwasser bestellt habe. Es war nicht auf der Karte, aber ich dachte, es wäre nicht so teuer. Naja, es war verdammt teuer und ich habe meinen Scheck für den Steinhasi noch nicht erhalten. Belmont sagt, ich darf nicht verschwinden, bis meine Bezahlung ankommt. Stellt euch das mal vor. Darf aus dem Laden nicht mehr gehen, damit ich meine Schulden bei ihm bezahlen kann. Vielleicht könntest du mir irgendwie aushelfen? Kann ich euch etwas bringen? Oh, ihr seid wegen der Bildhauerin hier. War ja klar. Naja, ich lasse sie nicht gehen, bis sie ihr Wasser bezahlt hat. Na schön, wie viel schuldet sie dir? 8200... Du verlangst 8200 Gold für eine Flasche Wasser? Mach dich nicht lächerlich, die Flasche Wasser kostet nur 6000 Gold, die restlichen 2200 sind die Zinsen für ein paar Tage. Dieser Typ muss in einem anderen Leben ein Kreditteil gewesen sein, also was machen wir jetzt? Ja, wir bezahlen, alles cool, ich habe gerade gefarmt, das läuft. Du bezahlst für sie, Kommi? Naja, wenn du darauf bestehst. Du hast meine Schulden beglichen? Wow, das ist echt cool, danke. Also du brauchst Hilfe mit irgendeinem Kristall im Blutenberg. Das sollte kein Problem darstellen. Du gehst voraus und wir treffen uns dann dort, okay? Okay. Tut mir so ein bisschen in der Seele weh zu sehen, dass die Karte sich so gut gefüllt hat, weil das Eis da unten ist dann theoretisch das letzte Gebiet und danach sind wir unter Umständen schon durch. Wenn ich jetzt noch auswendig wüsste, wo der Typ war, aber das muss ja irgendwo dann unten rechts gewesen sein. Oh mein Gott, ne, ich schon wieder. Hat der. Ist der gerade. Warum. Wie habe ich es geschafft, mich selbst abzufackeln? Alter, dieser Kristall ist echt zäh. Mit meinem jetzigen Werkzeug dauert das Wochen. Hey, vielleicht könntest du mir etwas Besseres herstellen. Wenn du mir einen Kristallmeißel bringst, bin ich in 0, nichts fertig. Eine Kombination aus den Kristallstücken von Spinsekten und regulären Kristallen müsste klappen. Alter. Diese Quest. Die tötet mich. Oh. Voodoo-Puppe. Ja, natürlich ist das eine Voodoo-Puppe. Hochwertiges Hemd. Natürlich ist das ein hochwertiges Hemd. Das ist das blaue Blütenblatt. Macht Sinn. Bienenstachel. Stablampe. Aber auch deutlich weniger interessant als das, was ich habe, ey. Eiszapfen. Kristallmeißel da. Also ich brauche nur noch die Kristallscherben.
Okay. Das ist machbar. Oh nein. Das ist schon krass, wie die hier dann durch die Gegend fliegen, die... Warum sind die jetzt... Warum sind das jetzt Magma-Dinger? Ach, sind das die neuen Pilze? Ach so. Macht Sinn, Feuerschwamme. Das war da, ne? Finde Magmasporen. Ja, okay. Genau, an die habe ich nämlich gedacht, an die stinknormalen Pilze und habe mich immer gewundert, wo das Feuer herkommt. Hilfe. Ich dachte nämlich erst, das Feuer kommt von den doofen Insekten, aber das machte gar keinen Sinn. Oh nein, oh nein. Ich will auch nur dieses dämliche Insektending da treffen, weil ich von dem auch Zeugs brauche. Oh, danke sehr. Uh-oh. Uh-oh. Ich will hier nicht sterben durch Pilze, nein. Easy, easy. Nie ein Problem gesehen. Nie auch nur im Bedrängnis gewesen. Lecker bei. Alles schon was hier, sag ich mal. Upsa. Ah. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir jetzt, weiß nicht, nochmal für unser übermäßiges Gegrind hier nochmal eine Karte bekommen würden oder so. Wäre ich ganz dankbar für, aber was nicht ist, ist halt nicht, ne? Stattdessen fackel ich mich halt hier die ganze Zeit ab. Das ist ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes in gewisser Weise. Frage, die sich mir auch stellt, muss ich eigentlich mal gucken. Gelten die Feuerschwammel als neue Gegner? Na, die sind einfach nur da, um die Sporen zu geben, nehme ich an. Okay. Oh nein. Wenn ich mal treffen würde, so schwer kann das ja nicht sein. So, dann machen wir die eine Quest mal fertig. Beim ganzen Grinden vergesse ich fast immer Quests fertig zu machen, ist auch irgendwie witzig. Da merkt man, wie schwarz ich das im Endeffekt ist. Ihr seid wieder da, mitsamt aller Ingredienzen. Lasst mich schnell hineingehen und das Gebräu zubereiten. In Ordnung, wenn alles nach Plan läuft, sollte die Flüssigkeit absorbiert und mein Onkel zurück in einen Menschen verwandelt werden. Oh je. Naja, es ist immerhin ein Humanoid, schätze ich. Pilz zerschmettern. Genau, wir schnappen uns jetzt einfach diese Flasche, wenn du nichts dagegen hast. Überlassen euch euren Familientreffen. Pilz zerschmettern. Wulzling. Frag mich wirklich, warum es dieses Ding gibt.
Wofür bist du? Ich spüre viele antike Sammlerstücke auf deinem Pfad, ja. Aber ich weiß, wie man nach Schätzen sucht. Farbe passt. Könnten eigentlich mal mittlerweile auch nochmal in die Arena gehen. Ich wette, es gibt einen neuen Wettbewerb, an dem ich teilnehmen kann. Ja, mindestens einen. Guck an. Dann machen wir das doch mal. Oh mein Gott. Alter, das nervt. Die sind definitiv vom Level her höher als alles, was normalerweise hier rumrennt. Bist du auf für mich zu picken, du blödes Viech? Geh weg. Hallo? Ja, die sind vom Level her deutlich höher als alles, was normalerweise hier rumrennt. Cool. Sehr unpraktisch. Basenmann, hey, Bro. Da werde ich aber eiskalt wirklich umgebracht. Das, also diese erste Welle. Dieser erste Kampf war gar nicht mal so schlimm, aber das ist. Was ist das da? Aber das? Uff. Okay. Da werde ich definitiv mein Bild ändern müssen, nehme ich an. Nichts mehr mit Karacho da rein. Prozent deines magischen Angriffs zu verbrennen. Der ist bei 100 oder so. Ich meine, könnte man probieren. Aber dann... Nee, Moment, so. Eine Verteidigung, wenn ich fast drauf gehe. Ich meine, theoretisch ja, gut. Kosten die Höhe, ne, brauchen wir nicht. Wir könnten das mit den Tränken fertig machen. Und dann wollte ich mal ganz kurz hier oben was gucken. Aber es wird wahrscheinlich erst wirklich wichtig am Ende des Spiels. Aber ein Schmetterling ist da. Ich meine, allein dafür hat es sich gelohnt, nochmal ganz kurz hier reinzugehen. Fast vergesse, die Schmetterlinge fertig zu machen, aber hier, zack. Schmetterling. So. Dann würde sich für mich auch noch die Frage stellen. Sagt nein. Nein. Was ich machen musste, was war das nochmal? Wissen wir noch nicht. Dann Meißel herstellen, ne? Meißel, da war da irgendwas. Stahlscherben. Die kann man meiner Meinung nach am besten dann einfach hier farmen, weil die Töpfe deutlich schneller kaputt gehen als halt alles andere. Hier waren, meine ich, ein Haufen von diesen Dingern. Obwohl das jetzt alle Cyberkrug-Scherben sind, das ist nicht das, was ich da als eine Kristallscherbe gewesen. Aber eine ist natürlich auch immer noch sehr wenig. Schade, dass man hier nichts mehr mitmachen kann. Armer Gundam. Aber ich finde das ja auch nur einfacher, weil man halt die Töpfe mit einem Schlag kaputt machen kann. Habe ich eigentlich... Nein, habe ich nicht. Ich habe die Wächterkarte nicht. Beziehungsweise Schlägerbot-Karte nicht.
Also kann ich genauso gut hier die Dinger farmen und hin und wieder einen Schlägerbot kaputt hauen. Bis wir den Kristallmeißel herstellen können. Guter Plan. Genau. In dem besten Fall lässt er dann irgendwann mal eine Karte droppen. Wenn nicht, dann nicht. Die Ruinenfarben werde ich auch noch wahrscheinlich offscreen, aber das machen wir in dem Stückchen Gebiet links hiervon, weil da dürften, glaube ich, die meisten Gegner spawnen. Aber hoch auf meiner Liste steht halt jetzt wieder, ne, wir haben jetzt ein ganz neues Gebiet, jetzt wäre es so langsam mal an der Zeit, das Equipment wieder anzupassen. Auch wenn mir grundsätzlich mein Fischkopf gefällt, aber das ist nicht das Equipment, was ich abändern will, ne? Sondern das ist halt nur noch so zusätzlich dabei. Moment. Da. Noch 3. Nicht 27. 27 habe ich, 3 brauche ich. Das geht schon. Dann glaube ich jetzt 2. Und im besten Fall, ja. Kristallmeißel. Und zurück in den Berg. Hilfe. Bin wieder eingeschlossen in einem See aus Gift und komme da nicht weg. Ist ja auch echt nicht schön. So. Hey, das ist genau, was ich brauche. Gute Arbeit. Aber bist du dir wirklich sicher, dass ich den Kristall zerstören soll? Ja, ich brauche ihn in kleineren Stücken, damit ich ihn hier rumschleppen kann. Liebe Göttin, wie oft muss ich das noch erklären? Na schön, los geht's. Perfekt, dieser Haufen Großkristallstücke wird mich reich machen. Ich hoffe, du realisierst, dass große Kristalle viel wert sind, weil sie, du weißt schon, groß sind. Meinst du damit, dass es trotzdem noch ein großer Kristall ist, nur in kleinere Teile aufgespalten? Ich bin mir ehrlich gesagt sicher, dass er jetzt wertlos ist. Was? Warum hat mir das keiner von euch gesagt? Dieses Ding sollte mich reich machen. Wie auch immer, wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten. Spuck den wertvollen Schatz aus, den du uns versprochen hast. Was das angeht... Oh, meine Göttin, ein roter Diamant? Was, wo? Und dieser Kleine. Mann, tut mir leid für dich, Kind. Ich dachte, der Typ wusste, was er will. Da sind aber immer noch ein paar ziemlich große Stücke drin. Ich sag dir, was trifft mich in Evergrind City? Vielleicht kann ich was daraus machen. Eine kristallene Hasi-Figur für mein Haus. Ist die Frage, wo in Evergrind City ich sie treffen soll, ne? Aber... Evergrande City ist relativ groß, meine Dame. So, der neue Schmetterling kann schon mal rein. Ja, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fehlen noch 2. Machbar auf jeden Fall. Wieder bei Belmont rein, das wäre aber sehr dumm von dir. Okay. Hey, du bist zurück. Ich habe einen der größeren Kristallblöcke hierher zurückgeschafft und ein wenig an ihm herumgemeißelt. Ich habe ein paar echt schicke Kristallpumps gehauen. Du kannst sie haben als Dank für die Hilfe mit Belmont. Wir sehen uns, Kind. Sag mir Bescheid, wenn du noch was brauchst. Kristallpumps. Zaubergeschwindigkeit. Oh, hallo. Du hast beim Fest keinen Ballon abbekommen, richtig? Ich habe noch ein paar übrig, also kannst du jetzt noch einen haben. Er ist mein Markenzeichen. Yay. Zwei lieber nur für mich allein. Natürlich fürs Haus, okay. Warum auch nicht? Moment, sie hat eine Quest, oder? Ne, das sah nur so aus. Sah nur so aus. Ja, du solltest nicht in so teuren Läden rumhängen, richtig.
habe einen Fisch auf dem Kopf. Ich weiß gar nicht, was die für Probleme haben. Es sieht total super aus. Unglaublich. So, was haben wir noch? Da war doch noch eine Quest. Was ist das hier? Östlich der Fabrik. Ja, machen wir das mal. Erstmal so ein bisschen hier unsere ganzen Dinger. Ach so, und ich sollte doch so einen armen Fell hier oben irgendwo finden, oder nicht? Oh nein. Hab den armen Fell da voll vergessen. Armes Kerlchen. Dass der Dungeon nicht super, super groß ist. Hier scheint er ja nicht zu sein. Wäre zu einfach, wenn er so komplett auf dem Weg liegen würde. Obwohl ich das schon ganz gut gefunden hätte. Man soll ja nicht lügen. Das bringt nicht wirklich viel. Meine Questanzeige ist auch so, ja, eigentlich habe ich keinen Bock mit dir richtig zu reden, ne? Weil finde Mesido in was? In Schwierigkeiten? Ich meine natürlich im Jahreszeitentempel, ich bin ja nicht dumm, aber ne? Achso, er soll sich in einem Loch verkrochen haben, war das nicht so? Wird das nicht sogar da drin? Ne, das nicht. Aber sie hatten den Verdacht, dass er in einem Loch sein könnte. Stimmt, hier konnten wir vorher nicht rein. Frühlingstalisman. Oh, wir können Frühling machen statt Winter. Nicht wahr? Oh, Gami. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Winter fand ich ein bisschen komisch, aber... Als so eine halbe Gottheit hier rumzurennen, ist schon irgendwie unterhaltsam. Hier ist er nicht. Das war auch jetzt nicht meine klügste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, das Ding da zu hauen, aber egal. Theoretisch könnte der auch da drin gewesen sein. Das hier macht für mich immer noch keinen Sinn, warum das so aussieht, aber... Ah, das sind alles so kleine Detailsachen, ne? So. Hier ist er nicht. Wirbler. Nicht hilfreich für mich im Allgemeinen, aber krasser Wirbler. Nee, einfach da drin oder nicht. Ist er ganz am Ende einfach beim Boss oder so? Würde ich hoffen, dass du nicht da oben bist. Ich habe keine Lust, das wieder umzustellen.
Aber bei meinem Glück ist er da oben. Wobei, wenn er nicht in der Schatztruhe selber ist, müsste ich hier da einfach hinlaufen können. Ah, da ist er nicht. Nee, nee, nee. Oh nein. Wieder alles nachgewachsen. Warum? Aber immerhin kein. Ah. Wer willst du? Bitte friss mich nicht. Binato schickt dich auf Preis die Jahreszeiten. Ich dachte schon, ich würde hier nie wieder rauskommen. Dieser Ort ist viel zu gefährlich für mich, um alleine zu gehen. Ich werde dir einfach nach draußen folgen. Können wir jetzt hier rausporten? Aha. Mesido, ich war so besorgt um dich. Warum hast du dich in solche Gefahr begeben? Danke, Mensch, du hast mein Herz und meinen Verstand beruhigt. Ich weiß nur, dass es nicht deine Schuld war, was mit Winter passierte. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Ein Oktopus-Ding-Teil? Bist du? Tintenfischliebe, ein mysteriöser Anhänger, an dem ein gefrorener Tintenfisch hängt. Meine Eiszauber werden stärker. Ugh. Aber ich zauber doch gar nicht. Hey, willkommen zurück. Laufen eure Reisen gut? Ich frage mich, wer der neue Winter sein wird. Ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wenn wir wieder vier Älteste sind, ist das Gleichgewicht der Jahreszeiten wiederhergestellt und in Season wird es wieder Sommer. Hoffen wir. Hoffen wir. Wir werden warten müssen, bis es Sommer ist, sonst schmilzt dieser Block nie. Armer Vavani. Kann Sommer nicht einfach seine Ältestenmagie verwenden, um dieses Problem zu beheben? Der Spruch, den Winter auf das Rad der Jahreszeiten gezaubert hat, blockiert seine Kraft. Er sagt, nur die Zeit kann uns von diesem Winter retten. Bis dahin stelle ich sicher, dass das Eis wenigstens klar ist, damit Vavani hinausschauen kann. Ach nein. Der arme Kerl. Hier sind große Bäume, aber irgendwie nicht so, dass da irgendwas passiert. Braucht noch mehr Höhlenmoos. Wollen wir noch ein bisschen Höhlenmoos besorgen in diesem Part? Ja, warum nicht? Wir haben gequestet, jetzt können wir uns auch noch ein bisschen Höhlenmoos gönnen. Was ich allerdings gerade gar nicht mehr, kam das Höhlenmoos von den Pilzen oder kam das von den, naja, stehenden Pilzen? Ging gerade wieder so ein bisschen. Nennen wir es mal vorsichtig verwirrt. Könnte aber beides gewesen sein. Ah, nein, Pilze. Okay. Gebt mir etwas Pilze. Habe ich eigentlich genügend eisiges Genie? Rotes Genie? Nicht mal genug GD für eine von diesen Dingern. Nee, 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 nee. Kleiner Pilz wollen wir nicht. Höhlenmoos, jawohl. So. Nicht, dass das jetzt super wichtig wäre, aber wenn wir schon dabei sind und das herstellen können, ne? Schwammerlhut. Ja. Cool. Oh, Junge, oh, Junge, gleich da drüben ist ein Pilz und da ist noch einer und noch einer. Wenigstens sind keine von den Springenden in der Nähe, die halte ich nicht aus. Woher sollte ich denn wissen, dass es hier drin so viele Pilze gibt? Wir hätten den Pilzberg nicht Blütenberg nennen sollen. Armer Kerl, schätze ich. Die nur den armen Tropf waren, hat eine Todesangst vor selbst den kleinsten Pilzchen. Wenn einer der Springenden in die Nähe kommt, rennt er wie ein kleines Kind, schreit davon. Warum hat er sich überhaupt die Arbeit gesucht? Geistert, ich kann so einen Schwammer nicht dahin locken und dann haut der ab? Wenn ja, was habe ich davon? Eigentlich nichts, ne? Aber
Pilz? Oh nein. Arme Kerl. Also sag ich so, nachdem ich ihn da durch die Gegend gejagt habe, wie so ein super netter Kerl, aber ja, armer Kerl, doch ja. Oh Mann. 15 davon und wieder 5 füllen muss. Also ich habe noch eine Menge vor mir, ne? Habe ich, glaube 5 Parts am Stück oder so aufgenommen. Lasst mal gucken, wie wir jetzt stehen. Sind von 31 auf 51 gekommen. Hey, doch schon mal nicht schlecht. Und wahrscheinlich werde ich offscreen wieder so ein bisschen grinden und euch dann beim nächsten Mal wieder dazu holen. Aber wir haben die 50er-Marke geknackt. Das ist doch schon mal was. Bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken. Da hätten wir Snowvillier, Pan88 und zu guter Letzt Nikita. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Und auch beim nächsten Mal werden wir in Grindea nach Herzenslust grinden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, es zu kommentieren, zu liken und ganz wichtig, abonniert den Kanal, denn es gibt noch hunderte weitere Projekte auf meinem Kanal zu finden. Tobt euch also aus. Bis zum nächsten Mal.